Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wenn der Schlüssel passt, anzunehmen bei Meister Matthias Shaw im Schattenhochland an dieser Stelle. Vorquest-Waven, wertvolle Waven und leichte Aufgabe. Was muss getan werden? Schlaft stets mit einem offenen Auge. Ich hatte bemerkt, dass ihr zu mir hinübergesehen habt. Die Mission ist noch nicht erledigt. Da ist der Wupp. Und ihr seht, solltet ihr die NPCs verlieren durch irgendeinen Grund, ihr müsstet euch wegporten. Zu einem Schlachtzug oder hingeportet oder weggeportet oder disconnect. Wenn die weg sind, kommt her und klickt diese Sprechblase an, dann bekommt ihr wieder ein paar NPCs mit. Nun dürfen wir mit denen in diese Richtung. Ihr seht, die laufen nach, auch wenn ihr fliegt. Und jetzt sind hier Gegner. Das Schwadron wird aber nicht angegriffen, seltsamerweise. Und der greift auch nichts an. Oh, Idiot. Jetzt wird angegriffen. Ihr seht, die NPCs kommen mir nach. Und wir müssen zu diesem Dorf hin. Hallo. Man sieht sich. Für die Allianz. Ich glaube, wir müssen auch diese Aufgabe erfüllen, damit es weitergeht. Ich mache jetzt eine kurze Unterbrechung und versuche das herauszufinden. Nicht wegschalten. Ah, schaut mal. Man muss gar nicht erfüllen. Man muss einfach hier nur ein bisschen Geduld haben. Also scheint diese Quest nichts mit dieser Quest zu tun haben. Wir werden hier umzingelt und attackiert. Müssen die ganzen NPCs verteidigen. Oh, was kommt jetzt da angedüst? Habe ich die geedet und die kommen jetzt erst dann? Glaube ich nicht, oder? Und das Tor scheint offen zu sein. So. Sobald das Tor offen ist, könnt ihr an Ort und Stelle die Quest abgeben. Braucht ihr etwas? Bei Leutnant von Hochstade. Auf dann. Im Schattenhochland, normalerweise in diesem Gebiet, wo der NPC steht. Aber ihr könntet auch überall mit dem Hirn laufen, glaube ich, durch Schattenhochland. Der würde euch dahin folgen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, www.kurt, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.